Das Thema des heutigen Abends heißt Einfach und genügsam leben, Flucht vor der Realität, Fragezeichen. Und dabei soll es um die Frage gehen, die vermutlich viele Buddhisten beschäftigt, nämlich wie schaffen wir so eine Balance zwischen kontemplativem und aktivem Leben? Müssen wir uns dazwischen entscheiden? Was bewegt uns überhaupt zu meditieren oder vielleicht sogar auch viel Zeit im Retreat zu verbringen? Und wenn wir meditieren, wie werden wir dann sozusagen unserer Verantwortung für die Gesellschaft gerecht? Wie bringen wir sozusagen diese beiden Welten zusammen? Darum soll es heute Abend gehen. Und der Ablauf ist so, dass erst beide Referenten 20 Minuten sprechen werden. Erst Carola und dann Jesche nochmal 20 Minuten. Dann werden wir ein klein wenig untereinander sprechen und dann soll noch ein Hauptaugenmerk darauf liegen, dass wir gemeinsam diskutieren, Fragen antworten, Gedanken austauschen. So, ich denke, dass wir so eine Stunde etwa hier auf dem Podium ein bisschen sprechen und dann noch mal eine halbe Stunde oder je nachdem, wie lange der Bedarf ist, dann noch mal gemeinsam über die Dinge sprechen. Dann würde ich jetzt Carola bitten, ja, anzufangen mit ihrem Beitrag. Ja, also erstmal möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, mal wieder hier sein zu können. Ein paar bekannte Gesichter sind ja auch noch dabei, ein paar kenne ich gar nicht. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung, wenn ich bei dem Du bleibe, was hier so angesprochen wurde, wie das hier im Zentrum so Usus ist. Ja, ich habe mich da also jetzt auch gefragt, Meditation, Rückzug auf der einen Seite, soziales Engagement auf der anderen oder eben einfaches und genügsames Leben, Flucht vor der Realität. Das erste ist für mich, gehört für mich irgendwo mehr zusammen, also Meditation und Rückzug auf der einen Seite, soziales Engagement auf der anderen, sozusagen Ruhe und Bewegung. Das sind so zwei Dinge, die für mich einfach wie das Ein- und Ausatmen zusammengehören. Ein einfaches und genügsames Leben würde ich damit in diesem Bereich Meditation und rückgezogenes Leben so zusammen sehen. Und diese Flucht vor der Realität, das hat bei mir mehr so ausgelöst, die Anfangszeiten, als ich zum Buddhismus kam, so in den 80er Jahren, konnte man immer wieder, wenn ab und zu mal irgendwo was über Buddhismus stand, war ja früher selten, dann wurde immer so, dass mit diesem Wort, erinnerst du dich ja auch noch, Weltflucht, ne? Buddhismus ist Weltflucht, so gleich einhergegangen. Das zeigt ja mehr so die Gefahr auf, ne? Und also ich denke, wir wollen ja auch über Gefahren sprechen, von daher ist das auch in Ordnung, wenn wir das mit reinnehmen. Aber wie gesagt, ich sehe eigentlich keinen Widerspruch sondern zwischen Ruhe und Bewegung, sondern sehe eigentlich mehr diese Balance zu schaffen zwischen den beiden, zwischen Meditation, Rückzug auf der einen Seite, soziales Engagement auf der anderen Seite, als eine Lebensform oder Lebensweise. Und wir hatten so vereinbart, dass ich mehr über den sozial engagierten Teil spreche und Jesche mit seiner vielen Erfahrung im Dreijahresretreat und so mehr über den meditativen Bereich. Aber vielleicht trotzdem ein paar Worte zu Beginn nochmal zu der Ruhe und Stille, also der Innenschau. Ich denke, das ist ja etwas in diesem hektischen Leben, was wir haben, in dieser Welt, die immer schneller wird, ist das auf jeden Fall sicher von uns allen irgendwo eine Sehnsucht, dass wir wieder zu uns kommen wollen, dass wir mal Zeit haben, wo wir wirklich für uns sind und Dinge reflektieren können und so. Und das ist natürlich heutzutage nicht so einfach. Und ich denke, dass da eben besonders die Satipatthana-Meditation sehr hilfreich ist. Also dieses Lenken der Aufmerksamkeit auf den Körper, auf die Empfindungen, die Gefühle und den Geist oder die Gegebenheiten, wie man auch so schön immer im Sanskrit sagt. Ich erinnere mich so aus den frühen Zeiten mit Geshe Thupten Ngawang, dass wenn wir so auf den Körper zu sprechen kamen und Satipatthana, dass das bei den Tibetern gar nicht so eine große Rolle zu spielen scheint. Also da lag die Betonung immer sehr stark auf dem Geist und weniger so auf dem Körperlichen. Ich habe vorhin in der U-Bahn, als ich vom Dienst kam, noch diese neue Tibu gelesen. Ihr kennt die wahrscheinlich schon ganz, aber ich hatte den Artikel von der Eva Kuschewski darin nochmal gelesen und habe mich sehr gefreut, dass sie das da auch nochmal so deutlich angesprochen hat. Ich
bin. Also ich erinnere früher auch, als zum Beispiel der Tatang-Tulku mit Kumye in Amerika anfing. Das war auch unter den Tibetern etwas umstritten. Ja, das hat man zwar in Tibet gehabt, aber braucht man das jetzt? Im Buddhismus geht es doch mehr um Befreiung, um den Geist und so, und nicht so um den Körper, ne? Und ich denke aber wirklich, dass für den Westen das einfach ganz wichtig ist, dass man den Körper mit reinnimmt. Weil wenn man mal nach Asien gereist ist, dann sieht man einfach, dass da das Körperliche, die Bewegung viel mehr zum täglichen Leben auch im Kloster dazugehört als hier bei uns, ne? Weil ja viele Dinge so vereinfacht worden sind mit Maschinen und so, dass man sich von Natur aus nicht mehr so viel bewegt. Und da kann eine Inbalance entstehen. Also das sage ich jetzt, weil ich eben sehe, das ist sozusagen, ich fange jetzt mal so von außen nach innen an. Ja, also beim Körperlichen haben wir die Ruhe, die Bewegung. Also die Bewegung, wenn man sich viel bewegt, dann entsteht eine Sehnsucht, sich mal wieder hinsetzen zu können, sich ausruhen zu können. Ja, und wenn man länger gesessen hat oder in Ruhe war, dann möchte man sich auch mal wieder bewegen können und so. Da geht das eben eigentlich los, schon dieses Wechselspiel zwischen den beiden. Und ich denke eben im geistigen Bereich finden wir das dann auch noch mehr. Da komme ich gleich noch mal drauf. Ich soll ja nur 20 Minuten sprechen. Also im Grunde geht es eben darum, unseren Körper zu spüren, die Gefühle zu beobachten, zu erkennen. Wir haben eben solche schönen Eigenschaften wie Gleichmut, Vertrauen und so weiter. Oder eben auch unheilsame Geistesfaktoren wie Begierde, Wut und Zweifel, die wir eben erkennen können. Und in dieser Satipatthana, also wir sagen heute mehr Achtsamkeitsübung, ne, da wird man sich eben derer bewusst und versucht, sie zu beruhigen, die negativen und mit entsprechenden Gegenmitteln und sie zu überwinden. Und die Meditation, das finde ich dann eben auch wieder sehr schön, hat man ja dann, wir sprechen ja auch so von der Gehmeditation in China. Bei meiner Nonnenordination habe ich eben in Taiwan erlebt, dass man dort auch im Stehen meditiert, ja. Und es gibt eben also diese Belehrung des Buddha, dass man eigentlich eben, egal ob man sitzt, geht, steht oder liegt, eigentlich immer bei sich sein sollte, bewusst achtsam sein sollte. Und als ich ganz früh zum Buddhismus kam, hatte Geshe Thupten so für mich die Lehre in einem Vers zusammengefasst, den ich jetzt kürzlich im Udanavaga 28.1 wieder entdeckt habe. Eben keine böse Tat zu tun, das Gute zu verwirklichen, das eigene Herz zu läutern, das ist die Lehre des Buddha. Also keine unheilsamen Dinge zu tun, das Gute zu tun, das eigene Herz zu läutern, Vertrauen auch zu entwickeln, das ist die Lehre des Buddha. So einfach kann man sie eigentlich auf einen Nenner bringen. Und was Geshe Thupten mir früher eben dazu immer gesagt hat, war, man beobachtet den Geist. Und wenn man aufpasst, dass eben der Geist immer in eine positive Richtung geht, dann folgen ganz natürlich auch die sprachlichen und körperlichen Handlungen immer in einer positiven Weise. Und ich habe dann gemerkt, in Taiwan bei dieser Ordination, die wir hatten, da mussten wir immer stundenlang stehen im Tempel. Und manchmal, wenn die irgendwas zu organisieren hatten, dann haben die uns da einfach 500 Nonnen und Mönche einfach so stehen lassen für ein paar Stunden. Und man durfte sich nicht bewegen, immer nur auf die eigene Nasenspitze schauen. Am Anfang kam da bei mir ganz schön viel Aggression irgendwann hoch und dachte, das ist echt eine Unverschämtheit, uns hier so stehen zu lassen und so. Aber irgendwann habe ich dann eben gemerkt, dass das im Grunde genommen sozusagen nur die Umkehrung der gleichen Sache ist. Also, wenn man so mit dem Körper beschäftigt ist und da so steht, dann irgendwann kann man nicht mehr anders, als auf den eigenen Geist zu gucken, ne? Dann bleibt nur noch der eigene Geist übrig. Und das hat mir so ein bisschen den Weg zum Zen sozusagen eröffnet, der ja sehr streng sitzt und so, dass man eben sieht, okay, also das ist auch eine Möglichkeit. Man sitzt erstmal sehr diszipliniert und so kommt man auf den Geist. Oder die Tibeter sind so äußerlich immer sehr locker, aber sagen, aber achte immer auf deinen Geist. Und wenn der Geist erstmal gezähmt ist, dann wird auch das andere gut, ja. Also im Bodhicayavatara gibt es auch so einen Vers, wo eben dann gesagt wird, der Bodhisattva bewegt sich leise. Und das kommt dann eben, je länger man sich geschult hat, bewegt man sich umsichtig. Und auf jeden Fall geht der Geist so immer allem voraus. Jetzt habe ich noch, wie viel, 10 Minuten? Ja.
Ja, dann eben finde ich auch zentral eben die Lehre der vier unermesslichen Geisteshaltungen. Die empfinde ich immer für die eigene Praxis als sehr hilfreich. Also die unermessliche Liebe und das unermessliche Mitgefühl, die unermessliche Mitfreude und den unermesslichen Gleichmut. Und ich denke, wenn man eben Liebe und vor allem aber auch Mitgefühl meditiert, dann kann es eigentlich gar nicht anders sein, als dass man dann irgendwann auch wieder anfängt, sich sozial zu engagieren. Also auch, man kann ja nicht dann sagen, da warte ich mit, bis ich dann mal ein Buddha bin und dann helfe ich den anderen, ja. Sondern wenn es echtes Mitgefühl entsteht im eigenen Geist, dann muss daraus auch eigentlich auch irgendeine Form von Handlung folgen. Und was man dann eben tut, das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann auch sein, dass man den Dharma erklärt oder dass man eben in der eigenen Familie sich einfach umsichtig bewegt oder richtig politisch oder so engagiert. Ne, das kann ganz unterschiedlich sein, aber ich glaube, das gehört eben zusammen. Das kann man gar nicht voneinander trennen. Aber ich erinnere, dass der Dalai Lama mal erwähnte, dass er in den 60er Jahren, als er das erste Mal nach Thailand fuhr, dort den Sangharaja von Thailand getroffen hat, also den obersten Mönch von Thailand, und zu ihm gesagt hat, sie müssten sich mehr sozial engagieren. Und der Sangharaja hat dann ganz streng gesagt, das ist nicht die Aufgabe von Mönchen. Also für Laien, okay, die dürfen sich und sollen sich sogar sozial engagieren, aber Mönche, Nonnen gab es ja in Thailand damals noch nicht, Mönche, die sollen eigentlich nur meditieren und sehen, dass sie aus dem Daseinskreislauf rauskommen, ja. Und so eine Tendenz, denke ich, gibt es durchaus auch im Buddhismus, dass manche denken, es ist vielleicht besser, wenn man sich jetzt einfach nur um die Befreiung kümmert und nicht so sehr von der Welt ablenken lässt, weil die Welt ist ja sozusagen Samsara, das, was man hinter sich lassen will. Und dass man sagt, das bringt alles nichts, ich kümmere mich jetzt lieber um die Befreiung, ne. Und ich erinnere auch, als wir hier so diesen Tempel gebaut haben, war auch jemand dabei, der später Mönch wurde. Und da erinnere ich noch so Gespräche, die wir hatten, wo er sagte, ja, früher habe ich immer so Sitzblockaden mitgemacht und so bei Atomkraftwerken und so, aber das bringt ja alles nichts. Ne? Ich glaube, man muss da irgendwo ganz anders ansetzen. Ne? Also waren schon auch einige damals, die eben sich so von diesem mehr sozialen Engagement abgewandt haben hin zum Buddhismus, weil sie ein Stück weit auch frustriert waren und das Gefühl hatten, egal wie viel sie sich in der Gesellschaft bemühen, kann man ja doch nichts ändern. Und dann erinnere ich, sagte der Dalai Lama mal, fand ich ganz schön, man kann die Welt verändern, wenn man eben an verschiedenen Stellen kleine Feuer anzündet, dann irgendwann gibt es einen Flächenbrand. Ne? Und das war für mich so ein Signal, doch wieder rein ins soziale Engagement. Ich habe ja 25 Jahre im tibetischen Zentrum die Flüchtlingshilfe geleitet und war auch politisch für Tibet engagiert. Und jetzt engagiere ich mich halt mehr in der Akademie der Weltreligionen für den Frieden durch den Dialog mit den Religionen und eben für die Geschlechtergerechtigkeit bei den Frauen. Ja, mal sehen. Also auf jeden Fall aus meiner Erfahrung, wenn wir jetzt nochmal so in die Stille gehen, in die Ruhe, wenn man es wirklich schafft, innerlich Ruhe, Gelassenheit, Vertrauen zu entwickeln, dann stellt man wirklich fest, dass eben für Unruhe, Aufregung, Ängste und Sorgen einfach kein Platz ist. Vielleicht für diejenigen, die eben dieses Studium, das systematische Studium des Buddhismus mitmachen, die kennen das vielleicht auch von diesen unverträglichen Widersprüchen, ja. Also manche Dinge, die können nicht gleichzeitig existieren. Das geht einfach nicht. Und Ruhe und Unruhe oder eben Vertrauen und Angst, das kann man nicht beides gleichzeitig in einem Geist haben. Also je mehr Vertrauen man entwickelt, Nähe zu sich selber empfindet, auch zum eigenen Körper, zu den eigenen Gefühlen, umso stärker ist man eben auch in der Lage, wirklich Sicherheit im eigenen Inneren zu finden. Ja, dann hatte ich eben nochmal überlegt, also als Nonne habe ich natürlich so ein einfaches Leben gewählt. Was bedeutet das für mich? Also für mich bedeutet das eben, dass die menschlichen
Grundbedürfnisse erfüllt sein müssen. Das hat mich einige Zeit gekostet, bis ich das verstanden habe. Aber es ist wirklich so, selbst als Nonne hat man Grundbedürfnisse. Und wenn die einfach immer wieder vernachlässigt werden über Jahre, dann geht das nicht gut unter so einem vielleicht falsch verstandenen Bodhisattva-Tum oder so, ja, dass man denkt, man muss sich selbst aufopfern für die anderen, weil man das in Mahayana Sutras gelesen hat. Das geht nicht. Also das wird eben sehr schön bei diesen vier unermesslichen Geisteshaltungen klar, dass man erstmal selber sich sozusagen ins eigene Herz Liebe schickt, ja, und dass man dann eben auch spürt das eigene Bedürfnis nach Liebe. Und wenn man dieses eigene Bedürfnis im eigenen Herzen spürt und merkt, wie gut einem das tut, wenn man dann auch diese Liebe entsprechend hinschickt, dann kann man das eben auch ausdehnen und den anderen schicken, ja. Aber man muss es selber erstmal spüren und dann kann man es auch den anderen geben. Auf diese Weise geht das auf jeden Fall. Und ich denke auch bei den Grundbedürfnissen, also Nahrung, Kleidung, dass man genügend Schlaf hat, auch mal rauskommt, frische Luft hat und so. Das muss einfach sein. Und dann kann man eben auch gut Dharma praktizieren und seine Arbeit machen. Achtsam leben, achtsam sein mit mir, mit den anderen. Mich auf das Wesentliche konzentrieren, den Dharma, das hatten wir eben auch nochmal in dem Ankündigungstext, stand das irgendwo so, dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren möchte. Die wirklich wichtigen Dinge tun im Dharma, verstehen wir natürlich als Buddhisten darunter. Also die wirklich wichtigen Dinge, die einen letztlich dann auch zur Befreiung führen. Das ist ja heute auch nicht mehr bei allen so, die sich mit Buddhismus beschäftigen, dass sie unbedingt Befreiung erlangen wollen. Aber bei mir ist das immer noch so, dass ich eben tatsächlich daran glaube, dass wenn man so ein Potenzial, Erleuchtungsfähigkeit oder Buddha-Natur hat und es die Möglichkeit gibt, gute Eigenschaften weiterzuentwickeln und die sich immer weiterentwickeln, dann muss das ja zu irgendwas führen, ne? Also ich meine, wenn die Unheilsamen immer mehr abnehmen und die Heilsamen immer mehr zunehmen, dann muss es eigentlich auch irgendwann mal ein positives Ergebnis geben. Und das bezeichnen wir eben mit Befreiung oder Nirvana oder Erleuchtung. Aber trotzdem kann man natürlich auch schon mal versuchen, hier im Leben ein bisschen glücklicher zu werden. Aber die Perspektive sollte halt immer so ein bisschen über dieses Leben hinausgehen, ja, dass man nicht immer das nur auf dieses Leben begrenzt, sondern so eine Art Langzeitperspektive bekommt, dass man dann sagt, gut, jetzt nehme ich mal diese Schwierigkeiten auf mich, weil wenn ich in diesem Leben, dann vielleicht in einem späteren Leben wird mir das irgendwann auch mal zunutze kommen. Da ist so nicht der unmittelbare Nutzen da, aber man wird auch ein bisschen entspannter und kommt dann eben nicht unter diesen Druck, was Birgit uns noch in Vorbereitung in einer Mail geschrieben hatte, glaube ich, so mit diesem Druck auf dem Kissen zu sitzen, mit so einem Erwartungsdrang, jetzt muss ich irgendwie hier Bodhicitta erreichen oder sowas. Ja. Also das geht dann eigentlich weg, wenn man eben so eine Langzeitperspektive hat und sagt, gut, ein paar, die haben das vielleicht so wie Milarepa oder so, die haben das erreicht in einem Leben, aber wenn ich jetzt meine Biografie mit Milarepa vergleiche, dem großen tibetischen Yogi, habe ich dann ähnliche Anzeichen in meiner Biografie? Eigentlich eher nicht. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann noch in diesem Leben ein Buddha werde, ich will das nie ausschließen, aber nicht vielleicht so groß, wie es bei ihm gewesen ist. Und dann kann man eben mehr so auf mehr Leben denken, das finde ich dann ganz praktisch. Ja, ich sage da manchmal auch so, das Leben ist kein Wunschkonzert. Also ich habe zwei Grundmottos sozusagen, nach denen ich lebe. Also man kann nicht immer erwarten, dass es einem nur gut geht. In Samsara geht es halt immer auf und ab. Aber einen Satz, den liebe ich immer noch, den hat der Dalai Lama 1982, da haben wir uns, glaube ich, auch ungefähr kennengelernt, als er auf die erste Reise, da war er erst bei euch im Kamala Shila und dann kam er zu uns hier nach Hamburg. Ja, und da war das eben, also da hat er in seinem Vortrag hier im Audimax, hat er gesagt, eben, das gibt's auch heute noch, das Buch Yoga des Geistes, wenn man zufrieden ist mit dem, was sich ergibt, ist man in allen Fällen glücklich. Das finde ich einfach sehr schön, ja. Also das sind so diese Gegebenheiten im Dharma auch, ja, man guckt einfach, was da ist, sieht einfach, was da ist und dann wenn ich es ändern kann, ist gut, dann ändere ich es. Aber wenn ich es eben nicht ändern kann, dann versuche ich einfach damit zu leben und das Beste draus zu machen. Aber das heißt nicht, dass man dann sagt, naja, das ist jetzt mein Karma, da kann ich nichts ändern oder so, sondern man kann schon versuchen, es in eine positive Richtung zu geben. Aber man muss sich überlegen, da manchmal auch lohnt sich, dass da jetzt so viel Energie
reinzugeben oder das zu ändern oder versuche ich es jetzt einfach mal auszuhalten. Und manchmal ist es auch ganz schön, dann entwickelt man so eine gewisse Kondition, Dinge auch mal auszuhalten. Das finde ich auch ganz gut, dass so eine gewisse innere Stärke entsteht dadurch. Jetzt muss ich zum Ende kommen. Und also ich denke eben, dass Ruhe auf der einen Seite, wenn man meditiert, sehr gut ist und dann sollte es eben, wie gesagt, wieder in das soziale Engagement reingehen. Und seine Heiligkeit der Dalai Lama hat 1986 in Königswinter in einem Vortrag über Ethik im politischen und aktiven, im politisch aktiven Leben, hat er einen Vortrag bei der Friedrich-Naumann-Stiftung mal gehalten. Da habe ich so ein kleines Zitat hier raus, das hat mich auch mein Leben lang weiter begleitet. Da hat er gesagt: Wenn jemand, der sich in die Berge zurückgezogen hat, um dort der Anwendung seiner Religion zu folgen, von Religion nicht viel versteht, dann macht das nichts. Denn er fügt durch sein Unverständnis niemanden einen großen Schaden zu. Aber ein Politiker, der von Religion nichts versteht, ist sehr gefährlich. Es ist viel wichtiger, dass der Politiker oder die Politikerin die Religion klar versteht. Wenn ich von Religion spreche, dann meine ich damit nicht irgendwelche Rituale. Sie gehören zwar auch zur Religion, aber wenn ich hier das Wort Religion verwende, dann verstehe ich darunter Erbarmen, Mitgefühl und Zuneigung für den Mitmenschen. Ich empfinde diese Eigenschaften als eine universelle Religion. Dann ein Stückchen weiter hat er noch gesagt, durch das eigene Wohlbehagen, das wir durch die Zuneigung der anderen empfinden, sollten wir die Notwendigkeit erkennen, dass wir anderen ebenfalls Liebe und Zuneigung zeigen müssen. Auf diese Art und Weise sollten wir Religion ernsthaft ausüben. Und für mich ist eben der Dalai Lama in seinem sozialen Engagement einfach immer ein großes Vorbild gewesen, ist er immer noch. Und ich denke aber auch, das habe ich inzwischen gelernt, dass man zwischendurch auch immer wieder auftanken muss selber, damit man eben nicht so ein Burnout oder sowas bekommt, wie man das heute im Neudeutsch sagt, ne? Sondern eben wirklich auch immer wieder für sich selber genügend Zeit nimmt und wieder in die Stille geht, in die Ruhe geht, eine gute Motivation entwickelt und daraus dann eben wieder, dass das sozusagen wieder zurückfließt in die Gesellschaft, was man da innerlich gesammelt hat und zwar eben in einem Maße, dass es dem eigenen Fortschritt sozusagen dann auch entspricht. Ich glaube, das ist so von meiner Seite her. Die 20 Minuten sind ja auch um. Also ja, vielleicht wollte ich noch sagen, also Gefahren sehe ich also im Moment bei mir selber zumindest nicht so sehr im Rückzug, weil ich immer denke, ich müsste eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit auf dem Kissen verbringen. Aber ich bin ja Vollzeit an der Uni Hamburg beschäftigt und habe noch so zig Ehrenämter nebenbei, wo es überall um Dharma-Sachen geht, um Buddhismus auch geht. Und ich bin davon auch sehr motiviert und es ist dann manchmal einfach schwer, dann gerade wenn es für das Wohl vieler ist oder so, dann für sich selber auch die Zeit zu nehmen. Daran übe ich immer noch. Aber ich denke eben wirklich, dass auf jeden Fall da eine gewisse Gefahr drin liegt, dass man eben sich übernimmt, dass man zu viel macht und eben auch, also wo ich eigentlich eine wirkliche Gefahr sehe, ist mehr in einem falsch verstandenen Buddhismus. Also wenn man den Buddhismus gar nicht richtig kennt oder vielleicht auch gar nicht weiß, wie er in den Ländern gelebt wird und das immer alles so nimmt, wie das genau wortwörtlich in den buddhistischen Schriften drin steht, in den kanonischen Texten oder so, die man liest in den Büchern, da stehen immer die ganzen buddhistischen Ideale. Aber die soziale Realität, die sieht eben oft ganz anders aus. Also aus meinem Bereich der Geschlechtergerechtigkeit könnte ich da endlos plaudern, ja. Also da nach im Buddhismus im Ideal ist da eigentlich alles da für die Gleichstellung der Frau. Und wenn man in die buddhistischen Länder reinguckt, ist es eine Katastrophe, ja. Egal in welches Land man schaut. Und deswegen denke ich, es ist wirklich wichtig, diese beiden Seiten und auch die Kulturen zu verstehen, mit denen man sich da beschäftigt und die Projektionen auf und die Erwartungen an den Buddhismus und die Buddhisten, die ihn praktizieren und lehren, das ist manchmal, glaube ich, irgendwie alles so ein bisschen verdreht und da können wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen drüber diskutieren. Ne? Ja, vielen Dank erstmal. Vielen Dank, Carola. Dankeschön.
ich habe dich jetzt so ein bisschen, um das ganz kurz zusammenzufassen, wir können ja gleich noch diskutieren, dass du jetzt sagst, man muss so eine Balance hinbekommen, eben zwischen ja, Meditation, wo man auflädt und eigentlich auch die Tugenden kultiviert und dann das Ganze aber auch anwendet, damit es halt auch nicht so abstrakt und nicht so trocken bleibt, dass man jetzt sagt, nur Meditation und dann folgt daraus gar nichts, so mehr so eine Ausgewogenheit. Und jetzt muss ich mich nochmal eben entschuldigen, weil ich ganz vergessen habe, dich vorzustellen. Ich hatte eben so einen richtigen Flashback, als wir hier saßen. Da dachte ich, das ist ja wie vor 20 Jahren. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann habe ich ganz vergessen, dich vorzustellen. Aber ich denke, die meisten kennen dich. Aber ich möchte das jetzt auf jeden Fall nachtragen, Kurt. Zumindest sagen, was du im Moment machst. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Akademie der Weltreligionen an der Universität Hamburg und arbeitest in einem Projekt zu Religion und Dialog in modernen Gesellschaften. Das ist, glaube ich, im Moment so die Hauptsache. Dann hast du, wie gesagt, viele Ehrenämter, das hast du ja gesagt. Bei Sakyanita bist du, glaube ich, engagiert. Und beim Projekt zur Nonnenordination. Und genau, dann machst du ein DFG-Forschungsprojekt zur buddhistischen Nonnenordination und wirst demnächst auch einen sehr brisanten Artikel veröffentlichen, haben wir eben schon gehört im Vorgespräch. Dürfen wir alle gespannt sein. Und du bist seit 1980 Buddhistin und seit 1981 schon Nonne. Mhm. Und hast dich eben auch sehr stark für die Gleichberechtigung der Frauen und der Nonnen im Buddhismus eingesetzt. Ja. Danke. Jetzt kommen wir zu Jesches Beitrag. Jesche Udo Regel unterrichtet seit 20 Jahren Buddhismus und Meditation. Er war 16 Jahre ordinierter Mönch und praktizierte vor allem in der Karma-Kagyu-Tradition. Da hast du deine wichtigsten Lehrer. Jesche hat vor längerer Zeit auch ein Dreijahres-Retreat absolviert, 3 Jahre in Meditation verbracht. Und im Moment arbeitet er mit Professor Schmidt zusammen, das ist ein Psychologe und Neurowissenschaftler an der neurowissenschaftlichen Erforschung von Meditation, speziell bei Pflegepersonal einer Palliativstation. Das heißt, du unterrichtest Freiburg. Das heißt, du unterrichtest dort Meditation für Pflegekräfte auf der Palliativstation und das wird neurowissenschaftlich erforscht. Ja, der ist eigentlich Psychologe. Der ist Psychologe. Ist nicht Neuro. Mhm. Der ist Psychologe. Okay. Und dann hast du, du bist verheiratet, wohnst in der Eifel und hast ein eigenes Projekt, das heißt Paramita-Projekt. Vielleicht wirst du darauf noch Bezug nehmen. Jetzt bist du erstmal dran. Danke, Birgit, danke, Carola. Erstmal möchte ich sagen, dass ich wirklich sehr dankbar und mich sehr geehrt fühle, hier bei euch sein zu dürfen. Ich kenne zwar das Tibetische Zentrum Hamburg, im Grunde seit Jahrzehnten, aber ich bin im Grunde das erste Mal hier. Und, wirklich? Und ich kenne euch seit, also dich und auch die früheren Mönche in dieser Gemeinschaft hier seit Jahrzehnten, aber in diesem Haus bin ich eigentlich das erste Mal, obwohl ich es mir schon einmal angeguckt habe vor einigen Jahren. Und jetzt darf ich gleich hier sitzen und es ist natürlich eine steile Karriere und ich danke euch sehr. Immerhin habe ich alle Dalai Lama-Veranstaltungen, die ihr je in Hamburg organisiert habt, auch als Teilnehmer mitgemacht, seit 1982. Also, die habe ich mir nie entgehen lassen und für nächstes Jahr habe ich auch schon eine Karte. Das möchte ich auch gerne wieder miterleben. Ja, und erstmal sehr schön, euch hier wieder sehen zu dürfen und dann auch noch hier vor Publikum über so ein heikles Thema und mir wichtiges Thema etwas sagen zu dürfen. Wie fange ich an? Ich habe als junger Mann, schon bevor ich auf Buddhisten traf, auf buddhistische Lehrer traf, mich für ein Zitat von Hermann Hesse besonders interessiert. Das stand auf dem Buchdeckel hinten drauf vom Glasperlenspiel. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht 100% wörtlich ist, hieß das, man soll nicht aus der Vita Activa in die Vita Contemplativa, also aus einem aktiven Leben in ein kontemplatives Leben flüchten. Und auch nicht umgekehrt, stand da, glaube ich. Also auch nicht aus einem kontemplativen Leben abhauen und einfach zurück in ein weltliches Leben. Sondern, das fand ich so einen schönen Satz und ich glaube, ich las ihn mit 14 und kann eigentlich nicht ganz genau gewusst haben, was er bedeutet. Aber ich habe ihn mir gemerkt und er sprang mir so besonders ins Auge. Man soll in beiden abwechselnd und gleichzeitig zu Hause sein. Also im aktiven Leben und im kontemplativen Leben soll man gleichzeitig und abwechselnd zu Hause sein. Also das ist eigentlich eine großartige Idee oder ein großartiger Satz. Und ich würde schon sagen, es ist ein Lebensmotto von mir geworden. Ich würde gerne erstmal ein paar gute Gründe erwähnen dafür,
dass es doch auch für meditierende Menschen, für praktizierende Menschen gut und sinnvoll ist, sich ab und zu zurückzuziehen und in Klausuren oder so etwas zu gehen. Ob die nun ein Wochenende dauern, eine Woche, einen Monat, bis zu längeren Einheiten. Ich denke, man sollte und müsste doch dieser Klausurtradition, die wir immerhin doch überliefern, in der buddhistischen, in allen buddhistischen Richtungen, sollte man doch auch mal wieder das Wort reichen, zumal ihr ja auch so ein schönes Klausurzentrum auf dem Lande hier habt. Also, es gibt viele Gründe, warum es gut ist, sich ab und zu zurückzuziehen und das Leben wirklich so zu vereinfachen, dass man sich ganz der inneren Übung und Erfahrung widmet. Sowohl wenn es um die methodischen oder auch traditionell methodischen Inhalte geht, aber auch einfach so zur persönlichen Erfahrung oder aus persönlichen Gründen. Das eine wäre, dass zum Beispiel die tibetisch-buddhistischen Meditationsmethoden oder auch andere buddhistische Meditationsmethoden so tiefgründig und komplex sind, dass sie eigentlich der Sorgfalt und der Einübung in Ruhe bedürfen. Also man kriegt ganz andere Erfahrungen und Resultate, wenn man sich mehr Zeit nimmt und mehr einlässt, als wenn man das so zwischen Dusche und Frühstück irgendwie so in einer halben Stunde mal so gerade eben macht. Oder auch einfach so mal einen Kurs besucht. Also wenn man sich alleine für eine Weile irgendwo hinsetzt oder auch in einer Gruppe an einem idealen und geeigneten Ort, der wirklich ganz solcher Praxis gewidmet ist, kommen doch ganz andere atmosphärische, aber auch innere tatsächliche Erfahrungen zustande. Man lernt doch etwas über die inneren Zustände, die mit der Anwendung von bestimmten Methoden und Lehren einhergehen. Und das ist einfach was sehr Kostbares und die kontemplative oder meditative Tradition eigentlich aller buddhistischer Schulen bietet das ja auch an. Es galt in den Klöstern Asiens meines Wissens immer als die höhere Praxis, sich tatsächlich zurückzuziehen. Wenn ich es recht verstehe, die Klöster, zum Beispiel bei den Tibetern, bestanden aus drei Teilen oder vier, je nachdem, aus Gompa, also Tempel, wo die täglichen Rituale in Gruppen abgehalten werden, aus Shedra, vielleicht einem Studier- oder akademischen Zentrum, aus Drupkang oder Retreat. Und diejenigen, die in einem Retreat sich befinden, wurden immer besonders geachtet, auch vielleicht, weil man die auch eine Weile gar nicht gesehen hat, dann so ein bisschen geheimnisvoll, was die da auf dem Berg oder ein bisschen abgelegen vom Kloster so machen. Aber das Bild ist, dass das eigentlich immer eine besondere Achtung erfährt, wenn sich Menschen tatsächlich zurückziehen. Und ich finde eigentlich diese Rolle, diese Bedeutung sollte es auch ruhig behalten. Also Mensch, der sich zurückzieht zur Übung, bedarf der Unterstützung, aber auch der Wertschätzung und der Achtung. Und das bedeutet auch jetzt uns selber gegenüber, also dass man sich selber tatsächlich gelegentlich motiviert und sich wirklich sagt, es ist wichtig und gut, der inneren Erfahrung, der inneren Übung tatsächlich etwas mehr Zeit, mehr Raum, mehr Bedeutung zu schenken. Und das bedeutet ja auch immer, dass man vieles, egal ob man sich für ein Wochenende zurückzieht oder für länger, auch mal so hinter sich lässt, ne, und mal die Arbeit unterbricht, die Gewohnheitsmuster und die gewohnheitsmäßigen Tätigkeiten unterbricht und sich herausnimmt aus diesen Abläufen und sich tatsächlich der inneren Übung widmet. Das ist einerseits, denke ich, notwendig, um die Bedeutung der traditionellen Inhalte zu verstehen zu lernen und sie wertzuschätzen. Es ist aber eben auch für die ganz persönliche Erfahrung gut und notwendig. Also viele buddhistische Meditationsmethoden, ob das nun stille Meditation nach der Sutra-Tradition oder Vajrayana-Methoden nach der tantrischen Tradition sind oder wie wir es nennen wollen, sie bedürfen eigentlich alle der Sorgfalt und der Einübung. Und dazu braucht es einen sich einlassen für eine Zeit. Und außerdem auch für ein individuelles passiert einfach in einem Rückzug
mehr als im aktiven Leben. Ja, also man bekommt andere Träume, auch nachts, wenn man schläft. Man bekommt andere Wahrnehmungen. Die Wahrnehmung kann sich verändern. Man bekommt andere Gefühle. Ja. Während des aktiven Lebens ist man vielleicht doch sehr beschäftigt mit dem, was man gerne haben möchte, was man so braucht und was man so liebt und wen man so liebt und was man gerne trinkt und was man gerne isst und wie viel Geld man auf dem Konto hat und so weiter. Und im Retreat wird das alles unwichtig und man ist mehr damit beschäftigt, das nochmal zu überdenken, was so wichtig ist im Leben, und spürt den Augenblick viel mehr, die Bedürfnislosigkeit auch. Man mag Kaffee trinken oder Tee oder was auch immer, aber es ist alles nicht so wichtig. Man würde jetzt keine 4 Euro für eine Latte Macchiato ausgeben, sondern es genügt einfach, einen Kamillentee aus der Thermoskanne zu trinken. Also da ändern sich wirklich die Wahrnehmungen, einfach durch die bloße Tatsache, dass man sich ein bisschen zurückgezogen hat. Und um da jetzt schon mal so einen Bogen zu schlagen, ich finde es auch, wenn das jetzt alle, also wenn diese Art von Rückzug auch so gesunde, klare Gefühle und Einstellungen auslösen, finde ich das wiederum auch sehr hilfreich für das aktive Leben. Ich würde durchaus dem ein bisschen zusprechen wollen, etwas im positiven Sinn dazu sagen wollen, dass die meditierenden, praktizierenden Menschen, seien sie nun Buddhisten oder einer anderen inneren spirituellen Tradition gewidmet, dürften ruhig etwas von dieser Fähigkeit zur Vereinfachung des Lebens, sich auf das Wesentliche zu beschränken, auch mit in das Gesellschaftliche hineinbringen. Also ich verstehe jetzt das soziale Engagement, das durchaus sich aus dem Bodhisattva-Gelübde oder anderen Idealen des Buddhismus ergibt, nicht so, dass wir unbedingt genauso aktive, hektisch handelnde Menschen werden müssten wie alle, die sich sozial engagieren, sondern ich denke, allein dieser Beitrag zu lernen, auf etwas Wesentliches zu schauen oder auch das Überflüssige sein zu lassen, ja, ist auch schon ein sehr wertvoller Beitrag. Ja. Heute gibt es ja buddhistische Meditation zur Stressbewältigung und Burnout-Prophylaxe. Das klingt immer so ein bisschen, als würden sich da die Buddhisten in den Gesundheitssektor einmischen und so weiter, aber es ist auch ein wirklicher Bedarf da, und wenn Meditierende tatsächlich gelernt haben, gut mit sich selber umzugehen und einfacher zu leben, den Augenblick mehr zu genießen und mit ihrem Körper, du sprachst vorhin darüber, auch besser verbunden zu sein und mit ihrem eigenen Geist besser verbunden zu sein, dann ist das in gewisser Weise auch schon eine gesellschaftliche Aussage, dass man das lernen kann und auch tun kann. Und das würde aber auch wiederum bedeuten, dass man in dieser Praxis des auf sich selber Achtens, sich Zurückziehens und in dieser Vereinfachung zu leben auch ein bisschen fundierter ist und damit auch vertrauter ist. Also da sehe ich auch diesen Aspekt. Und nochmal auf das Hesse-Zitat zurückkommend, also Vita aktiver, aktives Leben, Vita kontemplativer, meditierendes Leben. Im Grunde sind das wirklich zwei sehr unterschiedliche Bereiche. Und in beiden braucht es eigentlich ein hohes Maß an Geschicklichkeit. Wenn wir jetzt natürlich im Alltag leben, und jeder Mensch muss zu einem großen Teil seines Lebens Alltag leben, die wenigsten können sich jetzt für immer zurückziehen. Ich glaube, selbst für Ordinierte ist das alles andere als einfach. In meiner Mönchszeit. In meiner Mönchszeit würde ich auch sagen, war ich, also bis auf diese 3-Jahres-Klausur, die aber auch nicht ein reines Vergnügen war, weil wir auch spannende Gruppenprozesse hatten in der Retreat-Gruppe. Aber also ich würde schon sagen, ich war auch ein sehr aktiver Mensch. Buddhistische Zentren organisiert und dem ganzen Chaos, was da normalerweise auch so passiert. Und ja, also eigentlich bedarf auch das aktive Leben, das Alltagsleben, auch einer genauen Überprüfung dessen, was da jetzt wesentlich ist. Du erwähntest, dass ich da so eine Studie mitmache, die
wissenschaftlich begleitet wird für die Universität, also wirklich Meditation mit Menschen, die mitten im Beruf stehen, in einer Klinik arbeiten. Das haben wir letztes Jahr durchgeführt und soll nächstes Jahr auch an anderen Kliniken fortgesetzt werden. Also da geht es wirklich darum zu schauen, welche Meditationsmethoden, wie angewendet, können zum Beispiel Arbeitsprozesse heilsam unterstützen. Ob das jetzt in Richtung Achtsamkeit oder Mitgefühl oder motiviert sein zu helfen, motiviert sein, gut mit anderen umzugehen geht. Ja. Also ich würde sehr dafür plädieren, dass wenn wir also Alltag leben, wenn wir ein aktives Leben führen, wenn wir beruflich oder familiär aktiv sind, dass wir dann genau schauen, was es da jetzt an Formen des Geistestrainings und der Meditation braucht für die Situation. Das wird nicht unbedingt dasselbe sein wie das, was wir in einer Intensivklausur üben können. Denn da kriegen wir manchmal so diese Zwiespältigkeit. Ich glaube, in manchen Lojong-Geistestraining-Texten steht, das Dilemma, was manche Praktizierende entwickeln, ist, dass wenn sie auf dem Kissen sitzen, dann würden sie am liebsten aufstehen und aktiv handeln. Und gleichzeitig würden dann dieselben Leute, wenn sie aktiv handeln, sich nach ihren Meditationskissen sehnen. Und dann sind sie weder in dem einen noch in dem anderen Bereich wirklich gut. Ja. Ein tibetischer Lama erzählte hierzu mal die Geschichte von den Fledermäusen. Und das war eine Fledermaus, oder die Geschichte einer Fledermaus, die also immer auf dem Kopf hing. Die ging dann zu den Mäusen und wollte eine Maus sein. Und die Mäuse sagten zu ihr, du bist keine Maus, du kannst fliegen und du schläfst irgendwie an der Decke. Du bist nicht wie wir. Und dann ging sie zu den Vögeln und wollte mit denen spielen. Und die sagten, du bist kein Vogel, du bist so was anderes, denn du kannst nicht richtig fliegen, du siehst aus wie so ein Krabbeltier und du gehörst auch nicht zu uns. Und dieser Lama sagte dann, so seien viele westliche, meinte er damals, buddhistische Meditierende, sie seien weder gut in ihrer Praxis noch im aktiven Leben. Und dann hat man natürlich ein Dilemma. Also man vermasselt im Grunde beides. Ja. Und das ist natürlich nicht schön. Und wir wollten ja auch noch ein bisschen über Risiken und Nebenwirkungen auch von Retreat-Praxis sprechen. Die gibt es natürlich tatsächlich. Ja. Also ich habe nur ein Dreijahresretreat gemacht, einige Freunde von mir haben bis zu 6 Dreijahresretreats mittlerweile auf dem Puckel, haben also schon 20 Jahre in Klausur gelebt. Und jeder, der länger in Klausuren war, weiß, dass es da eben auch Menschen gibt, die, und auch an sich selber hat man das gesehen, die psychische Krisen durchleben, die auch nicht unbedingt da so gut rauskommen, wie sie reingegangen sind oder wie sie gerne rausgekommen wären. Also es gibt verschiedene Gründe, weshalb man auch bei intensiver Retreat-Praxis jetzt nicht unbedingt nur zu klaren, heilsamen, gesunden Resultaten kommt. Aber ich denke, da müsste im Grunde und da kann auch dran gearbeitet werden, an der Auswahl der Methode, an der Vorbereitung, an der Art der Begleitung auch und Beratung während der Klausuren. Und da wollte ich eigentlich auch nochmal so drauf eingehen, wenn das von Interesse ist, habe ich so ein paar Einsichten und Ideen entwickelt, was es eigentlich bräuchte, damit meditative Klausuren, egal wie lang oder kurz sie sind, so ablaufen können, dass sie den Beteiligten wirklich, wirklich gut tun und auch gute Resultate bringen. Um schon mal sowas zu sagen, ich wäre sehr dafür, zum Beispiel, wenn es ganz traditionelle Klausuren sind, also Retreats zum Beispiel in einer tibetischen Richtung, wo man vielleicht auf eine bestimmte Gottheit meditiert. Das sind ja wunderbare Praktiken und die brauchen auch diese Sorgfalt und oft auch Abgeschiedenheit, um in Ruhe ausgeführt zu werden. Aber wenn man das eine Weile macht und man macht nur das, dann bleiben auch so ein paar andere Aspekte des ganzheitlichen Erlebens auch auf der Strecke, wie zum Beispiel auf der Körper, die eigene Körperwahrnehmung oder eben auch die Art, wie man über die Nebenwirkungen kommuniziert. Ja, also in meiner Klausur, die ich vor über 20 Jahren absolvieren durfte, von 3 Jahren, hatten wir zum Beispiel keine Einzelgespräche mit unserem eigentlich wunderbaren Lama. Wir sollten das alles immer in der Gruppe besprechen, aber die Gruppe sprach nicht gut über die individuellen Erfahrungen. Wir hatten keine Dialogkultur in dieser Gruppe.
Heute würde ich sagen, sollte man gewaltfreie Kommunikation kennen, um in einer Retreat-Gruppe überleben zu können. Das hatten wir damals nicht. Also sobald einer anfing, von sich zu erzählen, winken gleich die anderen, der sei jetzt auf dem Ego-Trip oder auf irgendeiner anderen Geschichte. Das war dann gar nicht so einfach. Also man sollte auf jeden Fall Menschen, die in Klausur sich befinden, persönlich beraten. Da müsste irgend auch was Psychologisches im Spiel sein, so dass auch die subtilen Dinge ausgesprochen und dialogisch betreut werden können. Das muss nicht unbedingt Psychologie oder Therapie sein, aber ich nenne das gerne dialogisch, also dass man zumindest achtsam miteinander reden kann über das, was man da erlebt. Und auch die Kreativität, finde ich, also dass man Leute auch schreiben lässt, zum Beispiel Erfahrungen beschreiben lässt, die sie machen, oder vielleicht was malen lässt oder irgendeinen künstlerischen Ausdruck oder so etwas, finde ich sehr wünschenswert. Manchmal isolieren sich Menschen zu stark und versuchen nur zum Beispiel dann ja auch oft eine kulturell sehr, 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 sehr klar definierte Praxis auszuführen und vernachlässigen während der Zeit viele andere Aspekte ihres Erlebens. Und das führt dann manchmal zu diesen schwierigen Resultaten, also nicht ganz günstigen Resultaten, und führt auch dazu, dass man dann nach der Klausur wieder sehr viel lernen muss, um wieder ins Leben zurückzufinden. Also da hätte ich so ein paar Ideen, wie man da vielleicht dafür sorgen kann, dass solche Klausuren, wenn man sie durchführen will, so ablaufen, dass Menschen wirklich gestärkt da herauskommen mit irgendeiner klareren Einstellung fürs Leben. Ja, vielleicht erstmal so weit. Also ich finde immer noch dieses Hesse-Zitat sehr programmatisch, weder sich ganz dem einen noch dem anderen zu verschreiben, sondern, wie er so schön sagte, abwechselnd und gleichzeitig im aktiven und im kontemplativen Leben sich beheimaten. Das ist zumindest ein sehr schönes Projekt, ein Ideal, dem man versuchen kann, immer mehr nachzukommen. Ja, vielen Dank, Jesche. Da habe ich doch ein Plädoyer für die Meditation rausgehört und dass du sagst, man braucht diese Übungsphasen, diese Phasen der Einkehr, um das, was wir sozusagen im Buddhismus an Tugenden haben, auch erstmal zu entwickeln und sozusagen in sich zu verankern. Und dann hast du gesagt, dann bräuchte das Engagement und die Aktivitäten, die man hat, würden dadurch sozusagen eine andere Färbung bekommen. Zumindest soll es das Ziel sein, wenn man engagiert ist, dass es dann sozusagen nicht so eine Betriebsamkeit ist, wie wir es normalerweise kennen, sondern dass das sozusagen dann auch eine spirituelle Note, in meinen Worten, dass es so eine spirituelle Färbung bekommt. So habe ich dich so ein bisschen Ja, aber auch, dass die möglicherweise die Gelassenheit oder der Blick auf das Wesentliche tatsächlich auch Teil des Ausdrucks eines praktizierenden Menschen sein darf. Also nicht nur, dass er das dann alles gut bewältigen kann, ja, sondern dass er wirklich auch eine tiefen Sicht auf manche Dinge hat, die man ohne die Praxis nicht haben kann. Ja, dass das zum Beispiel auch zum Vorschein kommt dann in der Art, wie man aktiv ist. Ja. Mhm. Ich würde jetzt gerne den Referenten die Gelegenheit geben, einander eine Frage zu stellen. Ich habe mir hier schon zwei, drei Sachen angekreuzt, genau. vielleicht die erste kleine Frage. Das fiel mir auf, als du nochmal so betont hast, wie wichtig eben auch so längere Klausuren sind, ne? Also meine längsten waren, glaube ich, so 6 Wochen oder so. Also längere habe ich nicht gemacht. Aber was mir da auffiel, ich habe das mal mit einer Freundin oder Dharma-Freundin, Dharma-Lehrerin von mir, mit der Tenzin Palmo, die kennst du wahrscheinlich von den Drukpa-Kagyus, ein bisschen anders als Karma-Kagyus gesprochen. Ne? Und ich meine mich zu erinnern, aber du korrigierst mich, wenn das falsch ist, dass sie sagte, das wäre einer der wesentlichen Unterschiede zur Karma-Kagyu-Tradition, dass bei ihnen mehr die Betonung nicht so auf eine 3-Jahres-Klausur liegt, sondern darauf, dass man jeden Tag gut praktizieren soll und nicht irgendwie ist das alles so auf so einen 3-Jahres-Bereich sozusagen packt, ne, sondern dass das Entscheidende ist, man geht so wirklich in die tägliche Praxis rein, ne, und vielleicht sogar eher gegen so 3-Jahres-Retreats manchmal sogar die Lehrer sind. Habe ich das richtig in Erinnerung, oder? Das ist mittlerweile fast überall so. Ja? Ach so. Ja. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Also das 3-Jahres-Retreat-Zentrum, was wir vor 30 Jahren gegründet haben, steht heute fast leer da. Da ist ein Mensch im 3-Jahres-Retreat. Und man musste die Retreat-Konditionen so weit herunter
Schrauben, dass, also erst hieß es, man darf auch mal für 3 Monate dort sein, dann hieß es für 1 Monat. Ich glaube, mittlerweile ist eine Woche oder sogar ein Wochenende ist das Mindeste, sonst wäre das Zentrum ganz leer. Also einer macht 3-Jahres-Retreat und die anderen Zimmer sind für Kurzzeit-Retreats da. Und vor 30, wann habe ich das gemacht? 1986 bis 90, da waren wir 19 Männer und Frauen, die 3 Jahre da blieben. Also damals war die Atmosphäre so, dass so viele das machen wollten. Und auch in dem Schwesterzentrum in der französischen Auvergne gab es in den, also noch vor ein paar Jahren lange Wartelisten, aber mittlerweile werden auch die Zimmer vermietet. Und wie erklärst du dir das? Also geht das jetzt wirklich von den Lehrern aus, dass da ein Geisteswechsel gekommen ist, dass die sagen, das funktioniert hier im Westen nicht, oder machen sie das auch in Asien dann entsprechend genauso, oder? Asien, glaube ich, ist es noch anders. Ja. Aber sagen wir, das Image dieser Langzeitklausuren hat gelitten, auch durch unklare Resultate. Mhm. Nicht? Oft kamen doch einige dann aus der Langzeitklausur eher als Sozialfälle raus oder denn als buddhistische Lehrer oder so. Ja. Nicht? Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass der Idealismus, den wir mal hatten, da wird man in 3 Jahren erleuchtet, natürlich nicht aufrechterhalten werden konnte. Und heute ist eigentlich das Paradigma eher so, dass man sagt, lieber kurze Klausuren oder sogar tägliche Praxis, lebe ich ja jetzt auch als aktiver Mensch, denn Langzeitklausuren. Also ich würde aber auch nicht so eine hohe Messlatte wie 3 Jahre annehmen, aber so ein paar Wochen oder eine Woche mal ist ja auch schon was gegenüber einer wirklich nur Alltagspraxis. Auf jeden Fall. Ja. Also würde ich auch unterstützen. Und dann die andere Frage, ob ich meine eigene Schrift noch lesen kann. Ja, ich habe mich manchmal gefragt, was die Leute eigentlich da wirklich so auf ihrem Kissen machen. Also ich erzähle mal einfach so eine Kuriosität, die so ein bisschen an eine der Geschichten der Kadampa-Geishes erinnert. Aber sie ist mir wirklich passiert, ist lange her und ich sage auch keinen Namen. Die Person ist, glaube ich, sowieso nicht mehr im Umfeld des tibetischen Zentrums, braucht man also auch nicht spekulieren. Aber ich habe da mal jemanden angerufen, weil ich was fragen wollte. Und es hat relativ lange gedauert, bis jemand ans Telefon ging. Also ich hätte vielleicht auch schon mal eher auflegen können. Aber auf jeden Fall plötzlich wurde das der Hörer, hatte ich Glück, doch noch abgenommen. Und dann habe ich meinen Namen gesagt und dann schrie die Person mich plötzlich an. Vielleicht ist es so ein kleines Trauma sozusagen bei mir. Und sagte, wie kommst du dazu, mich anzurufen? Du hast mich in meinen vorbereitenden Übungen gestört. Ja. Und ich wusste überhaupt nicht, dass die Person vorbereitende Übungen macht. Und ich meine, woher sollte ich durchs Telefon sehen, dass die Person das jetzt macht? Ja. Also vorbereitende Übungen sind so tantrische Vorbereitungen, ne, wo man so Mandalas darbringt und so rituelle Übungen macht. Ne. Und es ist mir aber immer nachgegangen, weil ich mich dann später immer gefragt habe, was machen die Leute da eigentlich so? Weil bei manchen, die ich kenne, habe ich so das Gefühl, die haben sich charakterlich, oder ist ja vielleicht sowieso die Frage, kann man sich charakterlich verändern? Aber bei manchen habe ich das Gefühl, da hat sich irgendwie über die Jahre oder Jahrzehnte relativ wenig bewegt. Ne? Also sind vielleicht immer noch egoistischer geworden und noch härter oder so. Ne? Und ja. Also das finde ich einfach manchmal, kannst du da aus deiner Erfahrung mehr, du hast ja mehr mit so Leuten, die meditieren, zu tun. Also das ist vielleicht bei mir auch so ein Stück weit, warum ich nie so tief in die Meditationspraxis reingegangen bin, weil ich immer gedacht habe, nee, so möchte ich immer. Wenn die immer so viel meditieren, so möchte ich nicht werden. Bei meinem Lehrer habe ich das immer anders empfunden und der war immer ganz weich und da konnte man immer kommen. Und wenn man dann nur mal aus Versehen kam an die Tür und der Opa wollte ihn nicht stören und hat versucht, leise wieder wegzugehen, dann hat er hinter einem hergerufen und seine Meditation unterbrochen und gesagt, nee, jetzt komm mal rein irgendwie und so, und war dann immer ganz präsent für einen da, dass es einem schon fast peinlich war. Aber bei den Westlern habe ich manchmal so, ich will das jetzt auch nicht so nach Ost-West hier machen, also Tibeter sind alles die Guten und Westler die Schlechten oder so, so wollte ich es jetzt auch nicht verstanden haben, aber hast du da eine Erklärung für? Oder ist ja sowas Ähnliches auch mal begegnet? Gut, ich habe das eben mit den Sozialfällen gesagt. Die Wahrheit ist natürlich, dass manche nicht nur als schwierige Menschen aus Klausuren kamen, sondern auch schon als schwierige Menschen in Klausuren gegangen sind.
Und dann wird es auch nicht unbedingt besser. Ja. Also, was man zum Teil auch im Umfeld von buddhistischen Zentren schon ab und zu sieht, ist, dass tatsächlich sich von so Retreat-Idealen oder ich muss leider sagen auch oft von den Ordinationsidealen manche angezogen fühlen, die es sowieso mit sich und der Umwelt nicht ganz einfach haben. Und dann sind sie plötzlich im Retreat und dann sind sie plötzlich Mönch oder Nonne, zumindest für eine Zeit. Und dann ich habe auch schon tibetische Lamas sagen gehört, die dann wirklich die Leute in die Berufe geschickt haben und gesagt haben, ihr macht bitte eure Ausbildung zu Ende und ihr steht eure Frau oder euren Mann im Leben, weil sie haben irgendwie gesehen, dass Leute, die also so Entsagungsideale haben, oft schon irgendwie eine Labilität in sich haben, die dann durch die Praxis nicht unbedingt aufgelöst wird. Und dann haben sie zum Teil gesehen, dass Leute besser beraten sind, wenn sie einfach in gewisser Weise ein recht normales Leben führen, dass sie auch menschlich und psychologisch und emotional fordert, dann sind sie oft doch stabiler, als wenn sie sich so zurückziehen. Mhm. Und das ist möglicherweise ein Grund. Und also ich denke das heute ehrlich auch manchmal, wenn ich jetzt auch so, ich freue mich jetzt sehr, dass es auch wieder jüngere Leute gibt. Zeitlang sah ich weniger jüngere Leute, aber jetzt gibt es auch einige jüngere Leute, die auch gerade so in Vajrayana-Praxis und solche Sachen einsteigen. Und manche sind geerdeter, als wir damals waren, finde ich, und realistischer. Aber es gibt so diesen Typus, wo man merkt, da ist eigentlich ein bisschen ein dünnes Eis und auf dieser etwas labilen Grundlage versucht man jetzt tief in eine Praxis reinzukommen und dann kommen manchmal so Sachen bei raus, ja, wie du da mit deinem Anruf erlebt hast. Mhm. Das ist eigentlich klingt, als würde jemand nicht gesund mit sich und der Umwelt umgehen. Ja, ich habe vorhin auch noch gedacht, so, also diese westlichen Errungenschaften, die wir ja haben, du sprachst das auch an mit der Dialogkultur, ne? Also ich war ja früher irgendwie mehr so in evangelischen Jugendgruppen viel und da wurde auch immer viel gesprochen. Man hatte so eine bestimmte Art, wo man so sozusagen erklärt hat, also wir definieren uns jetzt als Gruppe, was heißt das, ne? Was würden wir, bei welche Regeln stellen wir uns als Gruppe auf, ne? Was ist in dieser Gruppe in Ordnung und wo würden wir sagen, sind so Grenzen, ne? Da würden wir dann auch mal so als Gruppe ein Signal geben und sagen, also wenn du weiter Teil unserer Gruppe sein willst, dann würden wir dies oder das nicht akzeptieren und so. Und so bin ich sozusagen in meiner Jugend groß geworden und nachher, als ich so mit dem tibetischen Buddhismus, ich habe da wirklich ganz viel und profitiere da immer noch ganz viel von, aber ich hatte das Gefühl, das war eben auch natürlich sprachlich schon eine Barriere am Anfang da, bis wir dann so die Sprache gelernt hatten, ne? Aber so eine Form von, kommt ja mehr aus dem pädagogischen und psychologischen Bereich, ne? So eine Form des Dialogs war eben einfach nicht bekannt, ne? Ich habe aber gesehen, dass es zum Beispiel in Taiwan in manchen moderneren Klöstern genau das auch gibt heute, ne? Die machen das auch so, oder in koreanischen Klöstern, ne? Wo dann auch zum Beispiel da viele Christen im Land sind, die gucken da, glaube ich, dann teilweise auch ein bisschen voneinander ab oder so und integrieren das dann auch durchaus in den Buddhismus. Und ich denke manchmal so, dass es eben bestimmte Errungenschaften eben auch bei uns gibt, wo es wichtig wäre, die eben auch mitzunehmen in den Buddhismus. Und dass man eben, also dass ich denke das halt manchmal auch, als ich dieses Interview mit Christoph hier gelesen hatte in Tibet und Buddhismus, da habe ich auch nochmal so über diesen Ansatz vom Dalai Lama mit der säkularen Ethik nachgedacht. Und ich glaube eben wirklich, dass er immer wieder diese Betonung so darauf legt, dass wir eben, also wenn ich habe das vorhin auch vorgelesen von der Friedrich-Naumann-Stiftung, wenn er sagt, er versteht unter Religion nicht Rituale, ne? Das heißt ganz sicher nicht, dass er jetzt gegen Buddhismus oder gegen Religion ist. Er macht ja auch ganz viel interreligiösen Dialog, ne? Aber ich glaube, manchmal, er bezeichnet das als wissenschaftlich, diese Herangehensweise, die wir eigentlich im Westen ja auch haben, an Dinge durchaus, erstmal so wie wir auch in der Schule durch die Aufklärung, durch Kant und so erzogen worden sind, ne, dass wir so dieses Kritische auch mit in die Religion reinnehmen und jetzt nicht da irgend so ein Hokuspokus zelebrieren, so Rituale oder so, ne, was irgendwo so mit der Realität und dem normalen menschlichen Zusammensein gar nichts mehr zu tun hat, ne, dass er also da auch nach diesen vielen Jahren Jahrzehnten Erfahrung da auch ein bisschen vorsichtig geworden ist. Ich erinnere, ich habe 1996 von ihm mal eine Unterweisung im Dharamsala
gehört, wo er gesagt hat, ich glaube, wir haben am Anfang, als der Buddhismus sich in den Westen verbreitet hat, auch einen Fehler gemacht. Ne? Wir hätten das mehr erklären müssen, was es eigentlich heißt, Lama zu sein und Tulku zu sein. Und wenn die Leute eben, wenn die Lamas also solche Titel haben, dann ist das nicht so ein per se Qualitätsgütesiegel irgendwie, dass die dann alle gut sind oder so und dass man denen jetzt bedingungslos glauben kann. Und dann erinnere ich mich an so Zeiten, wo ich das erste Mal in Dharamsala war, 1980, wenn ich irgendeinem Tibeter auf der Straße begegnet bin und die gingen da so mit ihrer Mala lang, ne, dann habe ich immer gleich mich verbeugt und habe gedacht, irgendwie, die sind alle schon so halbe Heilige oder so. Ne. Und das hat sich natürlich später durch die Arbeit in der Flüchtlingshilfe sehr stark verändert. Dann habe ich eben ganz andere Dinge auch gesehen, ne, und gesehen, das sind genauso Menschen wie bei uns. Ne. Bei uns sind ja auch nicht per se alle, die Christen sind, gut oder so. Und das ist natürlich bei Buddhisten genauso und bei jedem, eben von jeder Religion, ne, oder Nicht-Religion. Und, ich würde jetzt gerne nochmal vielleicht das auch noch ein bisschen mehr in Austausch hinbekommen, alle miteinander. Würde ich doch jetzt vorschlagen, dass erstmal hier aus dem Publikum Fragen kommen, Anmerkungen, Anregungen, Gedanken. Du hattest ja auch, Jescha hat angeboten, nochmal über Retreat zu sprechen. Falls es da ein Bedürfnis gibt, müsstet ihr das einfach jetzt äußern oder andere Fragen, die euch kommen. Ja, mit diesem Retreat, ist das hier auch in der Nähe, dass man da irgendwo einfach hingehen kann für ein Wochenende oder so ein buddhistisches Kloster oder was, wo man dann so ein Retreat einfach machen kann für ein Wochenende? Gibt es das nur in Tibet? Also es gibt ja ein Meditationshaus, Semke Ling vom Tibetischen Zentrum, gibt es ja Klausurhütten. Ist das in Hamburg? Das ist in Schneverding. Das ist so ungefähr 100 Kilometer in der Lüneburger Heide. Da kann man sich zurückziehen für ein paar Tage. Okay. Ist aber wahrscheinlich gut, man hat vorher ein paar Instruktionen, dass man weiß, was man tut. Ja. Aber dafür ist Jesche hier eigentlich der Spezialist. Ja, auf jeden Fall, die Möglichkeit gibt es. Da stehen sozusagen leere Hütten oder ganz schöne Apartments eigentlich. 20 Quadratmeter, die man mieten kann. Okay. Ganz hinten. Also ich finde das schwierig, zum Beispiel Kannst du ein bisschen näher ranhalten? Ich finde das schwierig, zum Beispiel in der Stadt oder so, wenn ich unterwegs bin, denn mal, weiß nicht, eine ruhige Stunde oder zu finden oder so. Und das vermisse ich ein bisschen, weil ich sehe halt, überall sind Leute und überall, nirgendwo kann ich mal meinen Gedanken folgen, bis ich dann wieder zu Hause bin. Und also das vermisse ich ein bisschen und würde gerne fragen, ob es auch da Möglichkeiten gesehen werden, die ich nicht sehe. Also es gibt auf jeden Fall auf dem Unicampus gibt es einen Raum der Stille. Da kann man immer hingehen. Der ist also für zumindest eigentlich für Uni-Studenten, aber ich glaube, das wird nicht so genau, also kontrolliert sich ja keiner, ob man jetzt Uni-Student ist oder nicht. Da kann man sitzen und dann gibt's natürlich auch die Kirchen, finde ich immer ganz schön, wenn man unterwegs ist. Ja, ne? Die haben ja immer zu. Da habe ich auch schon mal gedacht, da kann man meditieren oder was, aber die haben meistens sind die abgeschlossen heutzutage. Ja, meinst du denn einen äußeren Raum oder meinst du ja den inneren Freiraum, das dann zu tun? Ja, ja. Was meinst du denn? Also den äußeren Raum suche ich gerade. Ah, und den äußeren Raum. Ja, da können wir noch ein bisschen brainstormen. Also Raum der Stille hatten wir jetzt. Gut, im Sommer kann man es draußen. Wenn man sich irgendwo im Park... Ja gut, ich denke, das ist wirklich sehr von der eigenen Einstellung abhängig. Also Gelegenheiten gibt es ja eigentlich genug. Und es kommt auch darauf an, was man jetzt genau unter Meditation, Achtsamkeit, Stille versteht. Ja, also ich fand zum Beispiel dieses kleine Buch von Ursula Richard, Stille in der Stadt, ganz schön. Also... das muss jetzt nicht unbedingt gleich eine lange Sitzung an einem besonderen Ort sein. Also ich muss zugeben, ich bin gerne in Städten, auch wenn ich in einem kleinen Dorf in der Eifel wohne, aber ich bin auch viel in Bonn und viel unterwegs. Und ich mag mittlerweile so diese Momente, wenn ich einfach irgendwo bin und sehe irgendwas und rieche irgendwas und ob ich alleine bin oder mit Menschen. Und es entsteht so ein Gefühl von gesteigerter Präsenz, so gegenwärtig sein. Also das muss gar kein so besonderer Ort sein. Eben war ich mit einem Freund in so einem kleinen Park irgendwo in Hamburg. Wir sind da um einen Teich herumgelaufen. Das war eigentlich eine wunderbare Zeit, die Viertelstunde. Also sagen wir mal so, wenn da die Geisteshaltung so ist, dass sie nach Momenten des Innehaltens und der Präsenz oder so etwas Ausschau hält, dann findet man auch
Gelegenheiten dafür. In manchen tibetischen Texten gibt es Anleitungen, wie zum Beispiel zur Entwicklung von Geistesruhe. Man soll durch das Loch in einer Mauer schauen, in den Raum dahinter. Also Löcher in der Mauer gibt's in Hamburg genug. Ja. Und so irgendwann stand ich mal im U-Bahnhof, da konnte man dann auch so durch irgendwas durchschauen, oder war es ein überirdischer U-Bahnhof? Und es war einfach wunderbar, da durch diese Ritze in den Raum über der Stadt zu schauen. Also das ist mehr so eine Frage, wonach man genau Ausschau hält und was man für eine innere Haltung hat, glaube ich, ob man diese Momente findet oder nicht. Manchmal reicht es auch schon, dass man an einer Bushaltestelle steht oder in der U-Bahn sitzt und einfach mal Kontakt zum Boden sucht, ja, mit den Füßen und einfach mal schön so einatmet, ne, so in den Bauchraum, ins Becken. Das und Ausatmen dann, nicht vergessen. Das vergisst man sowieso nicht. Ja, falls es sonst noch Anregungen gibt, können wir hier ja nochmal. Aber jetzt gibt es noch eine Frage. Es ist keine Frage, es ist nur ein Tipp zu dem Raum, wo man so eine Stille finden kann. Es gibt in Altona eine Kirche der Stille. Ach ja, richtig. Kirche der Stille auch genau in Altona. Genau. Und die ist in der Regel. Wo ist die? Ich weiß jetzt die Adresse nicht, aber was kann man googeln? Kirche der Stille. So nennt die sich auch. Ja. Ach da. Genau, dort in der Nähe der Max-Brauer-Allee, richtig. Die sieht eigentlich innen gar nicht aus wie eine Kirche, sondern wie ein großer Meditationsraum. Ist auch immer jemand präsent, Ehrenamtliche, die man dort ansprechen kann, Fragen stellen kann. Ist ein wunderschöner Raum, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Danke. Katja? Zum Stichwort Stille. Also ich bin jetzt seit, ich würde sagen, 8 Jahren meditiere ich regelmäßig jeden Morgen und ich lasse die Stille halt einkehren, fange auch mit Atemübungen an, bin Buddhistin, bin auch Mitglied dieses tibetischen Zentrums. Und was du sagtest, Carola, bei mir ist es auch tatsächlich so im Alltag, wenn ich zum Beispiel in der im Supermarkt in der Kasse stehe, so eine Riesenschlange, dann riecht man sich ja sehr leicht auf. Dann gehe ich wirklich zum Atem. Oder ich denke manchmal so auch, ich denke über die Leute nach und dann werde ich auch automatisch ruhig. Also ich finde, dass diese Stille, es könnte ein Ziel sein, die in jedem Moment zu erreichen und sich jetzt nicht nur Räumlichkeiten dafür zu suchen, sondern das ist natürlich ein längerer Weg, das ist auch klar, das erfordert ständige Übung, wie Sport, aber das ist durchaus möglich. Und dieses einfache Leben, so ein Leitsatz von mir, schau nicht dahin, was du nicht hast, sondern schau dir an, was du hast. Damit beginne ich auch jeden Morgen meinen Tag, weil ich gerade im Moment gar nicht in so einer einfachen Situation bin und das hilft mir ungeheuer. Einfach die Dankbarkeit für das Leben zu haben, dass man gesund ist und sich daran erfreuen, das Leben als Geschenk sieht. Ist das auch so die Richtung, einfaches Leben? Ja, ne? Also es ist so, wie hinter ihr gedacht. Ja, sicher. Ich meine, wie gesagt, ich bin sowieso dafür, dass man, sagen wir mal so, alltagsbezogene Meditation ganz anders dosiert als klausurbezogene Meditation. Und was uns in einem aktiven Leben nützlich ist, ist auf jeden Fall gut. Ob das jetzt so Momente der Stille sind oder motivierende Gedanken oder so. Also ich denke, das liegt dann auch ein bisschen in der Selbstverantwortung, dass Menschen erforschen, welche Art der Übung ihnen unter oder uns unter bestimmten Umständen tatsächlich hilfreich und nützlich sind. Und zum Beispiel in diesem klinischen Kontext mit den Menschen, die Sterbende oder Kranke begleiten, da habe ich so ganz einfache Praxiselemente vorgestellt. Es sind ja nun keine Buddhisten dort, obwohl manche durchaus schon mal an Meditation gerochen hatten. Also motivierende Gedanken am Anfang des Tages, tatsächlich mit der Motivation, für andere da sein zu wollen, die sie ursprünglich ja haben als Pflegekräfte, immer wieder Kontakt aufzunehmen, ob das jetzt über Formeln ist oder, das hatte ich so eigentlich aus dem Bodhisattva-Gelübde entnommen, aber einfache Sätze, die uns einfach motivieren, zu sagen, heute ist ein Tag, wo ich meine Energie in den Dienst anderer stellen möchte und dann so ganz einfach Achtsamkeits
Übungen, wie sie auch heute in Mode sind, dass man einfach mal innehält und atmet und die Füße spürt und vor dem Öffnen eines Patientenzimmers mal einen Moment die Türklinke in der Hand hält und sich vor Augen führt, dass man jetzt quasi den Lebensraum eines zum Teil sterbenden Menschen betritt, also dass man sich einfach vor Augen führt, wo man ist und was man gerade tut. Das halte ich für sehr wertvolle Übungen, kleine Übungen für so ein aktives Berufsleben, die einfach einen Unterschied machen, je nachdem, ob man sie anwendet oder nicht. Da würde jetzt wer jetzt zum Beispiel Vajrayana Gottheitenpraktiken kennt, müsste auch Wege finden, die da einzubauen. Also spricht nichts dagegen, dass ein Krankenpfleger den ganzen Tag Chinresik über dem Scheitel trägt oder die weiße Tara im Herzen oder so etwas. Das müsste nur geschickt eingebaut werden in die Praxis, nicht, dass man daraus einen komischen Trip macht, ja, und dauernd denkt, Chinresik fällt runter, wenn man schief läuft oder sowas, ja. Oder die Tara spricht zu mir oder sowas, so esoterische Ideen entwickelt, die vielleicht ein bisschen merkwürdig dann sind. Man müsste lernen, auch solche traditionellen Übungen so geschickt zu nutzen, dass sie im Alltag hilfreich sind. Also ich denke eben so als Startpunkt und immer wieder so auch als kleine Unterbrechung, auch als in der fortgeschrittenen Praxis finde ich das sehr gut. Ich hatte mir vorhin hier aber nochmal einmal notiert, was mir aufgefallen ist, auch bei einem Seminar, das ich kürzlich mit Alfred zusammen in Berlin gegeben habe, zum DBU-Seminar. Da ist mir nochmal so deutlich geworden, dass eben, also die Leute machen schon gerne so Achtsamkeitsübung, diese Atembetrachtung oder Metta-Meditation, ne? Aber wenn man dann plötzlich zu Karuna übergeht, also zu Mitleid, und dann auch mal anfängt, über unangenehme Dinge nachzudenken, ne? Also wo auch mal Leiden und Frust und so Thema ist, ne? Dann habe ich das Gefühl, flacht das so ein bisschen ab, dass dann viele eigentlich gar nicht mehr so richtig möchten, weil sie möchten sich gut fühlen, wohlfühlen, ja. Und wenn dann so es plötzlich so ein bisschen schwieriger wird, na, dann habe ich das Gefühl, gibt's da Blockaden. Und da fängt es ja aber eigentlich die Arbeit im Buddhismus, finde ich, eigentlich erst so richtig an, wenn wir die vier Wahrheiten als Grundlage nehmen. Ne? Und also da ist natürlich auch immer die Frage, das wird ja auch immer mal wieder thematisiert, ob durch diese Säkularisierung da nicht auch der Buddhismus dann so ein bisschen abflacht, ne? Dass man dann nur noch so diese allgemeinen Praktiken macht für die breite Gesellschaft, was alle gerne haben, ne? Und wo bleibt jetzt der Buddhismus dann sozusagen, ne? Naja, aber nicht nur, wo bleibt. Jetzt, wir wollten ja auch mal aus. Knüpfst du daran an? Ja. Ich hatte gerade einen anderen Gedanken, also da, vielleicht sind das unterschiedliche Zielgruppen, weil ich glaube, das andere Problem bei sozial aktiven Menschen, also bei wirklich jetzt, wenn ich zum Beispiel an die Leute denke, die sich jetzt gerade extrem für die Flüchtlinge einsetzen oder so, die haben diesen Blickwinkel nämlich genau auf dieses extreme Leiden und haben dafür vielleicht den anderen Aspekt der Liebe so gar nicht parat. So. Also ne, da scheint ja irgendwie auch ein Ungleichgewicht zu sein, dass Leute, die vielleicht sowieso jetzt zur Meditation kommen, so ein schönes, wohliges Gefühl bei der Liebe haben, aber beim Mitgefühl nicht hingucken wollen, und bei den anderen ist es dann aber dieser starke Blick auf das Leiden und die Empörung, und da würde vielleicht dann eher das Mitgefühl helfen. Und also das finde ich irgendwie auch so die Kunst, da in der Balance zu bleiben. Ich meine, das habt ihr ja gesagt, dass das wichtig ist, aber das zu machen finde ich extrem schwer. Also da wäre ich nur für Tipps dankbar. Ja, aber mit Gefühlsmeditation gibt es ja. Also wenn man dieses Defizit erkennt, könnte man schauen, was dann die geeigneten meditativen Anleitungen wären, um da genau in diesen Bereich hineinzuschauen. Also ich habe mir ja eigentlich angewöhnt, diese doch eher Mitgefühl ansprechenden Meditationen am liebsten mit Menschen so öffentlich zu teilen. Das war auch bei diesem Palliativklinikprojekt eigentlich das, was wir dann, worauf das hinauslief. Also da steht ja immer das Sterben oder das Schmerzen haben oder das Kranksein im Raum. Und die Frage ist, wie entwickelt man nun eine Geisteshaltung, die damit mitfühlend und achtsam, einfühlsam umgehen kann. Und
Immerhin, wir haben solche Methoden auch im Buddhismus. Und also wer da ein Vakuum verspürt, eigentlich einen sozialen Anspruch hat, ob das jetzt soziales Engagement in irgendeinem Feld ist oder so pflegerische Berufe oder irgendwas pädagogisch. Man hat ja immer überall mit Leiden und Missständen und irgendeinem Elend zu tun. Und auch gerade dafür gibt es ja eigentlich was aus dem Topf unserer traditionellen Übungen, was man dann versuchen könnte, da geschickt anzuwenden. Und dann könnte man schauen, ob das dieses Vakuum füllt. Also, dass man tatsächlich die altruistische Tätigkeit, die man da ausführt, mehr mit einer Geisteshaltung unterfüttern kann und aus einer Geisteshaltung heraus vollbringen kann, als wenn man da nichts hat, was man verinnerlicht. Das Problem ist ja gerade, wenn man es nicht merkt. Also wenn man halt Meditation anwendet, um sich selber wohlzufühlen, und man blendet diesen Aspekt von Leiden und gesellschaftlichem Engagement, Verantwortung, die man auch hat, man blendet das einfach aus. Das ist ja gerade, das kann man dann ja nicht sehen. Aber das ist ja schon so eine Tendenz, was viele Leute, die meditieren wollen, halt sozusagen, dass das auch eine gewisse Flucht dann ist, dass man sagt, nee, also jetzt soll ich mich aber wohlfühlen hier in meinem Tempel und auf meinem Kissen, und dann mache ich noch ein Räucherstäbchen an und blende das Leiden komplett aus. Aber die Frage wäre ja auch, was Moni gerade ansprach, wie man das irgendwie integrieren kann, ne? Also wenn ich zum Beispiel meditiere, dass ich das irgendwie mit einbeziehe, dass es Leiden gibt, und wenn ich engagiere, dass ich dann wieder meine meditative Haltung sozusagen bewahre. Das wäre ja eigentlich das Ideal, ne? Und auch das nicht zu vergessen. Ich meine, klar, das ist dann auch wieder Übung wahrscheinlich, aber ich ertappe mich einfach dabei, dass ich im einen bin und das andere vergesse und im anderen bin und das wieder vergesse. Ja. Ja, ich glaube, diese Balance, die kann man eben wirklich, also da habe ich auch gestern Abend noch so drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist wirklich ganz schwierig, da so pauschal eigentlich Ratschläge zu geben, ne, weil da ja jeder anders ist, ne, und weil man im Grunde genommen jeden Tag in jeder Situation aufs Neue wieder entscheiden muss, wie finde ich jetzt für mich selber die Balance, ne? Und ich denke, doch letztlich ist es immer gut, wirklich eine gute auch Grundlage des Buddhismus zu haben, ne? Also dass man wirklich auch den Buddhismus kennengelernt hat und eben wirklich auch diese offenen Dialoge führt, ne? Also dass da nicht so eine Atmosphäre ist von, dass man keine Schwächen zeigt und jeder irgendwie jetzt noch erleuchteter ist als der andere oder so, ne? Sondern dass wirklich irgendwie so ein ganz normales zwischenmenschliches Begegnen da möglich ist. Also wenn man jetzt in so einer Gruppe ist und jemand sagt, oh, bei mir kommt da so ein Ärger auf, und dann der andere sagt, was? Du wirst ärgerlich, das ist aber aus buddhistischer Sicht überhaupt nicht gut, oder so, ja. Dann ist natürlich also kein Vertrauen mehr da, ja, überhaupt noch weiterzureden. Das ist so ein Totschläger einfach, ne? Und ich meine, dann, also das meine ich eben genau mit der Gesprächskultur, ne? Man muss ja irgendwo erstmal so eine ganz normale menschliche Vertrauensbasis schaffen, ne? Und ich habe schon den Eindruck, dass ich weiß nicht, ob das jetzt nur in buddhistischen Zentren ist oder auch generell. Ich habe ja schon den Eindruck, dass die Welt immer härter wird, ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch beruflich so ist, aber wenn ich das bei uns so beobachte, die Leute kriegen alle nur noch Zeitverträge, ganz wenige haben noch irgendwie so Langzeitverträge und so. Die Konkurrenz ist groß, die Ansprüche sind unheimlich groß und so, ne? Und wenn man dann eben so auch noch Schwächen zeigt oder so, dann ist es immer die Gefahr, dass man ganz schnell draußen ist oder so, ne? Und da muss man schon wissen, an welcher Stelle man eben mit wem über solche Dinge dann auch reden kann, ne? Und von daher dann eben so kleine Kreise zu haben von Menschen, also im Dharma nennen wir das eben Sangha, so Gemeinschaft, ja, also von echten Dharma-Freunden, ne, die dann auch zu einem stehen und mit denen man offen reden kann und so. Das geht vielleicht nicht, wenn dann hier immer gleich so das Tonband mitläuft und so. Dafür sind die Kurse, glaube ich, nicht so geeignet. Da muss man ja schon irgendwo auch einen etwas geschützten Raum mal haben und vielleicht auch nicht gerade so ein Forum im Internet, wo dann irgendwie, ich weiß nicht wie viel,
100 Leute dann das immer gleich alle mitlesen oder so, ne? Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man auch Menschen hat, mit denen man dann ganz offen reden kann. Und ich denke eben oft so dieses, was man gerade in buddhistischen Zentren häufig findet, ich weiß nicht, ob das eine Besonderheit des tibetischen Buddhismus ist oder auch in anderen Traditionen, so diese starke Fixierung jetzt so auf einen Lehrer und alle wollen irgendwie dicht an dem Lehrer sein, ja, und keiner geht mehr so an die Basis. Ne? Ich glaube, das ist, also ich habe das zum Beispiel in diesem taiwanesischen Nonnenkloster, wo ich meine Schulung bekommen habe, ganz anders kennengelernt. Die hatten so eine Art immer so 20 Leute Gruppen und da gab es dann einen Gruppensprecher und wenn man irgendwas hatte, dann hat man sich erstmal an den gewandt, ja, und wenn die das selber nicht wusste, dann hat die das dann wieder eins höher, da hatte sie dann wieder eine Ansprechpartnerin und so, ne? Und dadurch blieb das aber, also das war doch ein ganz anderer Zusammenhalt auch in der Gruppe, ne? Und man hat immer versucht, gemeinsam als Gruppe die Sachen gut hinzubekommen und so, ne? Und ich glaube, das also muss da irgendwo auf jeden Fall noch mehr in den buddhistischen Zentren auch wieder reinkommen. Ne? Dass wir das, das sind eben, das meine ich so mit westlichen Errungenschaften. Wir haben das ja durchaus auch gelernt. Und so, dass man Vertrauen aufbaut, dass man so eine nicht nur in der Meditation eine Verbundenheit mit allen Lebewesen entwickelt, sondern dass dann auch real im täglichen Leben entsteht. Ne? Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und da kann man sich dann eben leichter austauschen über so schwierige Fälle und sagen, wie machst du denn das? Und dann kann man ein bisschen ins Detail gehen und das mal besprechen und so. Ne? Und dann, Geshe Thupten hat ja früher immer gesagt, wenn viele Leute mit wenig Erfahrung zusammenkommen und miteinander reden, dann können da erstaunliche Dinge bei rauskommen. Ne? So. Und dieses Grundvertrauen habe ich eigentlich auch. Ja. Hat er gesagt, ja. Denn ich kenne manche, die würden genau das Gegenteil sagen. Ja? Die sagen, also wenn viele Leute mit wenig Erfahrung zusammen sind, da kann nichts bei rauskommen. Nein, der hat es immer anders gesagt. Er war immer überzeugt, dass dann irgendwie in der Gruppe die Stärke liegt. Ja, ne? Ja. Gibt es noch Fragen? Keine Fragen mehr? Alles geklärt? Mhm. Doch noch eine Frage. Letzte Frage. Ja, eine ganz konkrete Frage. Wo ist dieser Raum der Stille am Campus? In welchem Gebäude? Okay. Der ist, wenn man da von Melle Park 8, also da gibt es ja diese verschiedenen Mensas, wo in der Mitte dieses Rondell ist, wo man sich so draufsetzen kann, ne? Wo im Sommer immer alle sitzen, genau. Und da um dieses Ding rum, wie heißt denn jetzt das Gebäude? Das ist ein bisschen mehr hin zu der Seite, wo dann die Grindelallee ist. Ne? Also in einem der, es stimmt, es ist ein bisschen klein, aber wenn man das auf der Uni-Website Raum der Stille eingibt, dann kommt das. Nee. Nee, das ist sozusagen, also ich kann es jetzt genau erklären, wenn man drüben bei dem Café steht, ne, da gibt's doch so ein Café im von Melle Park 8, von Melle Park 8 ist das, sind die Erziehungswissenschaftler und da gibt es unten so ein Café und wenn man da steht und sich so ein bisschen hindreht Richtung Grindelallee und dann sozusagen da so auf der anderen Seite von dem Rondell, da ist das. Also ich kann es raus, ich habe leider die Adresse jetzt nicht im Kopf, aber ich habe gestern erst wieder eine Einladung bekommen zu einem gemeinsamen Gebet. Wenn du mich anmailst oder so, kann ich dir das schicken. Mich findet man ja leicht auf der Website vom Tibetischen Zentrum. Ich würde jetzt gerne noch eine ganz kleine Schlussrunde machen, also Schlussrunde nicht. Ich würde gerne wissen von euch, was ihr voneinander heute Abend gelernt habt oder was ihr mitnehmt, was der andere gesagt hat, was euch vielleicht inspiriert. Ihr könnt gerne noch einen Moment nachdenken, das kann vielleicht auch jeder für sich überlegen, nochmal in einem stillen Moment. Damit habe ich euch jetzt überrascht, weil genau, wir hatten einiges vorbereitet. Aber man muss ja nicht alles erzählen. Also, 2 Minuten. Das macht mich schon nachdenklich. Du sagtest eingangs, Carola, oder? Carola ist gut. Dass für dich eben auch soziales Engagement sehr wichtig ist. Und das nehme ich durchaus ernst. Also soziales Engagement, immer zu überlegen, was ist jetzt wichtig und auch seine Kräfte in den Dienst anderer zu stellen. Ja, obwohl ich auch hier viel über Meditation und Rückzug gesprochen habe. Das finde ich durchaus auch von der Motivation her und so was sehr Wesentliches. Vor einigen Wochen ist ja leider ein berühmter Kamakagi Lama ermordet worden, der Ajahn Rinpoche. Ja. Und der hatte wohl das Lebensthema There is no higher practice than charity.
Charity. Charity. Es gibt also keine größere Dharma-Praxis, als sich für andere wohltätig einzusetzen. Das war so sein Lebensmotto. Und das gibt mir immer zu denken, wenn ich sowas höre. Da bin ich auch nicht so stark drin, obwohl ich das, also in meiner eigenen Praxis nicht so engagiert, aber das gibt mir zu denken. Andererseits muss ich sagen, wo ich jetzt heute Abend auch den Meditationsklausuren ein bisschen versuchte, gute Argumente wieder zu liefern, also dafür, dass es gut ist, sich auch mal zurückzuziehen. Und eben, wo das Wort fiel, die Welt wird härter. Ja? Mhm. Da muss ich wirklich sagen, ich denke, eingangs fiel das Wort Weltflucht. Ich finde das ziemlich legitim, dieser Welt auch entfliehen zu wollen. Die Welt ist ziemlich verrückt, sie wird härter, und ich finde, es braucht wieder mehr mutige Buddhisten, die sagen, das mache ich nicht mehr mit. Man kann auch ganz einfach leben, man muss nicht immer online sein, man kann sich auch einfach auf den Hintern setzen, einfach nur Luft atmen und traditionelle Praktiken anwenden. Ich wünsche mir eigentlich Dharma-Praktizierende, die wirklich von dieser Welt auch mal die Nase voll haben und sagen, ich mache das auch nicht alles mit. Also es ist ein Spagat zwischen sozialem Engagement, ist an sich was sehr Wertvolles und Wichtiges, und trotzdem ist es völlig legitim, auch hier aussteigen zu wollen und zu sagen, das muss ich alles auch nicht haben, was heutzutage so geboten wird. Finde ich beides legitim. Dankeschön. Carola? Ja, mich erinnert das natürlich, also geht mir aber jetzt, ist jetzt nochmal verstärkt worden durch unser Gespräch, aber geht mir jetzt schon seit gestern Abend, seitdem ich mich so ein bisschen einstimme auf unser Gespräch, auch so nach. Ich meine, ich bin ja sozusagen ausgestiegen, ja, und habe ja immer noch, und ich hoffe, dass es auch so bleibt, mein Ordensgewand an, aber bin jetzt irgendwie, also ich meine, verrückterweise muss ich wirklich sagen, ist es so, dass ich mehr Zeit für Inhalte gefunden habe, dadurch, dass ich eine Anstellung an der Universität gefunden habe. Dadurch kann ich mich intensiver mit Dharma-Texten beschäftigen als die ganzen Jahrzehnte im tibetischen Zentrum, wo ich halt immer für Buchhaltung und was weiß ich nicht alles, Organisation und so zuständig war neben meinem Studium. Aber das Studium kam halt immer ein bisschen kurz. Gut, ich habe dadurch auch Erfahrungen gesammelt, und ich will das jetzt auch gar nicht, ist gewesen, wie es gewesen ist, ne? Aber ich merke schon, dass da auch so eine tiefe Sehnsucht immer noch ist, richtig klösterlich zu leben, ne? Und mehr Zeit einfach zu haben. Morgens gehe ich manchmal ungern von meinem Kissen weg und würde gerne noch ein bisschen länger sitzen, und das geht dann halt einfach nicht, ne? Und ich meine, es hat mich doch mal erinnert auch an so einen Ausspruch von Thomas Merton, der eben auch mal so sinngemäß eben gesagt hat, dass die Welt ja heute eigentlich so ist, dass man eben immer die ganzen Dinge, ob sie gut sind oder nicht, ob sie was bringen oder nicht, das wird immer alles materiell sozusagen gemessen, ne? Es wird immer geguckt, was ist da jetzt bei rausgekommen und so, was ist das Ergebnis, ne? Sehr ergebnisorientierte Welt, und das spielt sich immer in diesem äußeren Bereich ab, ne? Und ich denke, also mangelnde Unterstützung auch so für einen anderen Lebensweg, wo man eben ganz nach innen geht, wie es das früher mal in Asien gegeben hat, ne? Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass irgendwo keine richtige Wertschätzung dafür da ist, Menschen zu unterstützen, die wirklich ganz intensiv, wie du gesagt hast, Freunde von dir seit 20 Jahren in einer Klausur oder so, weil sie wirklich da ernsthaft meditieren und Heilige werden wollen und die Erleuchtung erlangen wollen. Ja? Also ich meine, der Alan Wallace hatte ja auch mal diese Frage in so einem Interview gestellt, wo sind eigentlich bei uns die Yogis oder die Heiligen, die es nach 100 Jahren oder so in Tibet gab. Ne? Jetzt ist 100 Jahre der Buddhismus da, und gibt es schon welche, haben wir schon welche produziert. Das also ist ja auch immer so eine Frage, dass man dann wirklich eine Wertschätzung auch für diesen inneren Weg hat, ne? Und dass man das nicht immer daran misst, ob jetzt große Häuser entstehen und große Tempel und so weiter. Ne? Und dieses Glasperlenspiel, also ich habe gesehen, dass wir eben eine Hesse-Liebe gemeinsam haben.
Und diese Vita aktiver und kontemplativer, das beschäftigt mich eben auch immer noch weiter. Es war jetzt schön, dieses Stichwort nochmal zu bekommen, weil ich denke eben auch unter den Ordinierten gibt es so zwei Richtungen, die mehr so in Richtung kontemplativ gehen und die, die vielleicht mehr karitativ sind und sozial engagiert ist für mich noch irgendwo dazwischen. Das kann alles Mögliche sein und muss nicht unbedingt nur karitativ sein, ne? Und das denke ich eben ist auch Wichtiges. Aber ich habe auch mal mit Theravada-Nonnen darüber gesprochen und gefragt, wie sie denn darüber denken, über soziales Engagement und so. Und dann sagte eine zu mir, ja, ich finde schon, dass wir als Theravada-Nonnen auch sozial engagiert sind, einfach dadurch, dass wir den Dharma weitergeben. Das ist doch soziales Engagement. Und damit helfen wir den Menschen eben, das weiterzugeben, und durch diesen interreligiösen Dialog, in dem ich bin, habe ich auch nochmal gemerkt, so Kirche oder Gemeinde im Christlichen ist ja eigentlich auch dieses einfach da, so wo Menschen zusammenkommen und miteinander praktizieren und sich austauschen und so, ne? Und das wird eigentlich von den tibetischen Lamas auch immer betont, dass die sagen, dass man eben, wenn man Dharma selber erfahren hat und gelernt hat, dass man auch immer in dem Maße schon so, wie man selber gelernt hat, auch schon weitergeben soll an andere. Also dass eigentlich jeder sozusagen in dem Sinne auch ein Lehrer sein darf und Dinge weitergeben darf. Und ich glaube, da würde ich mir einfach wünschen, dass da noch mehr so eine, wie du gesagt hast, Dialogkultur entsteht. Das finde ich sehr schön. Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, wir haben heute einen Anfang gemacht hier oder, naja, das fortgesetzt, was natürlich wir schon lange auch immer diskutiert hatten, auch in den Tibet und Buddhismus. Immer hat uns diese Frage wieder beschäftigt. Wie bringen wir beide Welten zusammen? Und ja, ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Mich hat es inspiriert, mal wieder über diese Fragen zu sprechen, auch mit Jesche, mit Carola. Herzlichen Dank, dass alle gekommen sind und ja. Ja, und danke auch dir für die Moderation. Ne? Mhm. Dankeschön. Ja, vielen Dank euch. Ja, tschüss.